Freunde, im heutigen Video werden wir... Freunde, im heutigen Video sind wir mal wieder in Deutschland. Nach einer sehr, sehr langen Reise von Rio über Miami nach Los Angeles wieder zurück nach Deutschland. Heute werden wir zusammen Burger essen gehen. Ich sag's euch so, wie es ist. Diesen Burger, den wir heute essen gehen, den hat noch niemand gegessen mit Kamera. Da bin ich mir sicher. Bin ich mir nicht sicher? Das laber ich. Es wird schmackhaft. Es wird lecker. Ganz normal, wie ein Burger ist, mit Patty aus Hirschfleisch. Dazu als Nachspeise gibt's noch Kaiserschmarrn. Jetzt probieren wir mal, ob der so gut ist wie... gesagt wird. Als wäre das nicht genug. Ich werde euch heute einen Tag, einen Ausflug präsentieren, wie ihr ihn einfach 1:1 übernehmen könnt und nachmachen könnt. Wir werden in den Alpen Burger essen gehen. Viel Spaß in diesem Video. So Freunde, nach einer 20-30-minütigen Autofahrt sind wir in Garmisch angekommen. Gehen wir los Richtung Partnachklamm. Ich weiß nicht genau, was es ist. Samia kennt sich aus. Partnachklamm, Felsformationen halt durch den Berg, wo es richtig schöne Wasserfälle gibt. Und ja, das ist ein schöner Wanderweg. Genau, und das ist unser Wanderweg jetzt nach oben, um hoffentlich da oben heute einen Hirschburger zu probieren. Und natürlich Kaiserschmarrn. Die Alm heißt nicht umsonst Kaiserschmarrnalm. Jetzt sind wir hier bei der beim Olympiastadion, nennt sich das. Und hier sind die zwei oder drei Sprungschanzen, wo, glaube ich, jedes Jahr das Skispringen stattfindet in Garmisch. Also es ist immer ein Riesenevent. Menschen aus aller Welt kommen hierher. Skispringen, Skifahren. Es wird jetzt ein schöner Spaziergang. Genau, und man kann eine Pferdekutsche bis hoch zur Partnachklamm nehmen und von dort aus dann die Wanderung beginnen. Also es ist ganz nice. Partnachklamm ist die erste Station, oder, am Berg? Also, ja, Partnachklamm ist halt, wie sagt man das? Da geht man halt, da startet die Wanderung und durch diese ganzen Wasserfälle und so. Die Partnachklamm sind eigentlich die Wasserfälle. Also hier zu dieser Kaiserschmarrnalm wollen wir. Und jetzt gehen wir links Richtung Cable Cars, also Richtung Seilbahn und durch die Partnachklamm durch. Weiter geht die Reise Richtung Kaiserschmarrnalm. Wir haben jetzt zwischen 20 und 30 Minuten, die wir gehen müssen. Wird lustig jetzt. Bergauf, oder? Yes. Wandern auf leeren Magen, sage ich. Das spornt einen noch mehr an, Gas zu geben, damit man endlich sein Essen bekommt. Jetzt sind wir an der Kasse angekommen, müssen Ticket lösen, dass wir einmal durch die Partnachklamm durchlaufen. Man muss Ticket bezahlen, dass man zu Fuß gehen kann. Alles klar. Das ist ein... Ausweis und Personalausweis, sowieso. Ja, sowieso, okay. Genau. Alles klar, vielen Dank. In der Klampe die Maske drauf, ja? Weiter geht die Reise. Tickets sind gekauft, 6 Euro pro Person und jetzt wird gewandert. Man merkt schon, dieses türkise Wasser, das hier durchfließt. Langsam wird es kälter. Jetzt bereue ich gerade, dass ich Reebok-Turnschuhe anhabe. Ich hoffe, dass es hier jetzt nicht wässrig wird und so. Es ist ein bisschen vereist. Aber ansonsten ist es ganz stark. Wir werden auf jeden Fall mit dem Lift runterfahren. Aber hochgehen finde ich angenehmer wie runtergehen. Du? Ja. Guck. Gehen wir jetzt durch so eine Höhle? Durch den Berg irgendwie durch. Falls da Bären sind, greifen die dich zuerst an, nicht mich. Pass auf jetzt, mit deiner Sonnenbrille. Ja, ich ziehe die jetzt ab. Wow! Wow! Geil! Wow! Das ist ja richtig schön! Schau mal hier! Weiter geht die Reise. Das ist schon gefickt. Jetzt bereue ich es gerade, dass ich groß bin. Es ist schon überwältigend. Hier ist überall Eis, sieht man das? National Geographic. Oh mein Gott, lauf, die Bären kommen. Ich sag dir ehrlich, das hätte ich nicht erwartet. Ich will so ein Foto mit den Gletschern. Mach mal so ein Foto kurz. Hey! Ja Mann, da regnet es runter, gell? Deswegen ist auch das Eis. Was glaubst du, wie kalt das Wasser ist? Wie viel Geld würdest du da reinspringen? Kein.
Das ist mal Eisbad auf einem ganz anderen Level. What the f***? Schaut euch das an, Freunde. Eis! Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Sollte jeder von euch machen. Garmisch-Partenkirchen. 6 Euro und ihr habt so ein Erlebnis. National Geographic, Freunde. Wir sind auf dem Weg zum Burger und zum Kaiserschmarrn. Durch die... Ey, was ist das für eine Experience? Das wird wahrscheinlich das krasseste Burger-Video der Welt. Schaut mal hier. Einfach Eiszapfen runter. Schaut euch mal das an. Boah! Alter! Bist du crazy? Vor was hast du Angst? Jetzt wird's hier Wasser. Jetzt wird's nass, Freunde. Eieiei. Hört ihr auch, wie laut es hier ist? So groß müsste man sein wie er. Für mich ist schon kritisch. Schaut, nächste Höhle. Alter, wie dunkel es hier auch immer wieder wird, gell? Gefühlt 40 Sekunden später. Was ist hier los? 40 Sekunden? Es ging gerade bergauf. Das hast du nicht gefilmt. Ja, okay. Wir haben es geschafft, durch die Bahn noch lang. Wir haben überlebt, Freunde. Und da ist wieder das Schild, das mir Hoffnung gibt, dass es bald was zu essen gibt. Jeder von euch kennt diesen Moment, wenn man wandert oder joggen geht und schon anfängt, mit sich selber zu reden. Samia ist da. Sie motiviert sich selber mit Motivationssprüchen. So, Samia, halt dich durch. Wie ist die Lage? Geht. Mäßig, hä? Mäßig. Wir haben uns so gedacht, wir gehen so 20 Minuten chillig. Kurz, zack, zack, dann gehen wir essen. Irgendwann später. Ich war noch nie so froh über so etwas. Die Hütte zeigt sich vor uns. Die Kaiserschmarrn ein. Ich freue mich ehrlich gesagt auf ein leckeres Getränk, auf einen Hirschburger. Freunde, ein Hirschburger. Wer von euch hat schon mal Hirschburger gegessen? Ich glaube niemand. Nach Rio, nach Miami, nach Los Angeles. Dann unzählige Burger, die ich eh schon gegessen habe. Ich hoffe, dieser Burger haut mich aus den Socken. Hi. Ja. Hat sich's gelohnt. Hat sich gelohnt, Gott sei Dank. Ich habe schon wieder vergessen, dass es so anstrengend war. Wie viele Schritte, glaubst du, sind wir gegangen? Weiß ich nicht. Sag eine Zahl, was du schätzt. 4.000. 3.000. Okay. Wir wissen schon, was wir bestellen, Freunde. Man sitzt hier, man sieht die Berge. Ich weiß nicht, ob ich jemals in Deutschland an einem schöneren Fleckchen war. Ich war schon sehr viel unterwegs, auch schon sehr viel wandern. Und auch schon an sehr vielen ähnlichen Plätzen. Aber diese ganze Experience, die ich hier so jetzt erlebt habe, mit dem Herkommen und so, ist schon wirklich besonders gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wir kommen auf der Kaiserschmarrn an. Platz 63. Kaiserschmarrn gibt es natürlich. Und wir werden den Hirschburger probieren, sofern die das Hirschfleisch hier haben. Ich hoffe es. Almburger, saftiges Hirschfleisch, gegrillt mit Käse überbacken, in einer selbstgebackenen Semmel, Salat, Tomate und Zwiebeln. Und dazu Pommes, Fries. Getränkmäßig weiß ich noch nicht, was ich hier will. Hi. Ich hätte gern eine Holunderschorle, bitte. Welche Holunder gerne? Ich hätte gerne, das hat mich jetzt überfordert, ich hätte gerne ein Radler. Soll ich eine Radler-Mass nehmen? Nee, ich nehme eine Mezzomix. Okay. Eine Mezzomix nehme ich, sorry. Super. So, können wir Essen auch gleich bestellen? Also wir hätten gerne einmal diesen Hirschburger, den Almburger. Genau. Und dann hätte ich eine Portion Kaiserschmarrn. Dankeschön. Dankeschön. Warum brennt das so? Bei mir brennt es auch so. Das ist das erste Mal nach langer Zeit, dass ich mal Schorle nehme. Aber ich hatte irgendwie Lust auf Holunderschorle, dieses prickelnde. Kaiserschmarrn, bitte schön. Wie sieht's aus? Gut. Echt gut. Du hast anfangen mit Kaiserschmarrn. Möchtest du anfangen? Weil du hast sehr Hunger und bist ungeduldig, gell? Probieren wir mal, ob der so gut ist, wie gesagt wird. Er ist echt fluffig und leicht und aber auch nicht zu süß. Ich mag nicht, wenn die so pappsüß sind. Also karamellisierter Zucker, haben wir gemeint. Ich bin leider nicht der größte Fan von Rosinen überhaupt so. Aber wir probieren den natürlich trotzdem. Er sieht überragend aus. Goldbraun gebrannt. Duftet. Mandelstücke sind mit drin.
perfekter Kaiserschmarrn, oder? Ja. Ich finde ihn hin und wieder nur ein bisschen sehr fest, weil der Zucker halt... Der ist schon sehr knusprig, also da ist richtig eine Zuckerglasur außen dran. Aber er ist sehr, sehr, sehr saftig, sehr, sehr teigig. Genau so muss er eigentlich sein. Also mit dem Kaiserschmarrn, Freunde, haben sie mich auf jeden Fall abgeholt. Diese Kaiserschmarrnalm nennt sich nicht umsonst Kaiserschmarrnalm. Nices Ding, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt kann ich nicht nur empfehlen, hier hochzukommen, sondern hier hochzukommen und den Kaiserschmarrn zu essen. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum Burger. Sieht überragend aus. Selbstgebackene Semmel, Hirschfleisch, Soße, Salat, Tomate, Zwiebeln. So muss ein Burger aussehen. Er hat wirklich ein massiges Gewicht. Wenn man hier reinschaut, Fleisch, Soße, Käse, Zwiebel, Tomate, Salat. Wir ziehen hier einmal die Bayern-Flagge raus. Dann geben wir diesem Burger ein schönes Squeeze. Und dann würde ich sagen, ich nehme direkt diese Ecke hier, wo das Fleisch schon rausragt. Hirsch habe ich, glaube ich, echt noch nie gegessen. Es gibt Hirschgulasch, glaube ich. Hirschgulasch, ja. Guten Appetit. Ah, da ist eine Gurke drin, sehe ich auch. Sehr stark. Also ich muss ehrlich sagen, das Fleisch ist super angenehm, schmeckt sehr, sehr geil. Das Fleisch ist der Chef auf dem Burger wieder. Das hat schon ein bisschen diese Rio-Vibes, auch wenn es eine ganz andere Geschmacksrichtung ist. Es ist nicht so pikant, es ist, finde ich, ein bisschen milder und süßer gewürzt, aber trotzdem lecker. Der Burger ist wirklich besser als ich gedacht. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Das Einzige, was ich in dem Burger nicht feiere, ist die echte Gurke. Also, dass es keine eingelegten Gurken oder Sauergurken, Essiggurken, wie auch immer sind, weil diese Säure bringt einfach nochmal einen ganz anderen Kick in den Burger. Das Fleisch... Das hat nicht diese typische Patty-Konsistenz, dass du reinbeißt und es ist so richtig Fleisch. Das ist mehr so frikadellenmäßig, würde ich sagen. Geschmack geil, Brot ist geil und die Pommes sind auch gut. Ich frage mich, wer trägt diese Kartoffeln hier hoch? Sieht es nicht aus wie so eine Semmel, die man beim Bäcker kaufen kann. Und ich meine, wie war der Käse? Dazu hast du gar nichts gesagt. Hat man nicht wirklich gemerkt, leider. Ist gut gewürzt, ich finde die Zwiebeln passen, alles passt. Natürlich diese echte Gurke ist unnötig gewesen, ja. Auch zu dick. Aber es schmeckt wirklich gut und ich bin ein Fan von diesem Brot und innen so schön weich, ich finde es lecker. Der Käse, ja, ist mir leider ein bisschen untergegangen. Dadurch, dass diese Gurke einfach so ein Zentimeter da drin dick ist und ich will jetzt nicht mal sagen, so, dass der mit anderen Burgern nicht mithalten kann. Er ist einfach anders, aber er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Burger. Das Fleisch, alles eine super Qualität. Da nimmt man einen schönen Biss von diesem Burger. Und dann noch ein bisschen Zwiebel nach. Eine einmalige. Stotter nochmal so bitte. Eine einmalige Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Wir sitzen hier, die Sonne geht langsam, verschwindet langsam hinter diesem Berg. Samir genießt ihren Kaiserschmarrn. Das ist wirklich Leben. Ich merke gerade, dass selbst das Apfelkompott selbst gemacht ist. Die Apfelstückchen noch hier drinnen, also richtig gut. Freunde, diese Soße habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Rote Beete. Ich bin nicht der größte Rote Beete-Fan. Aber es bringt Säure in das ganze Spiel hier mit dem Burger. Was ich jetzt auf jeden Fall sagen kann, ist, Freunde, dieser ganze Spaziergang hier hoch hat sich auf jeden Fall zu 100% gelohnt. Wir waren ungefähr eine Stunde unterwegs. Wir haben es nicht mit ins Video reingeschnitten, aber wir waren vorne an der Kasse gestanden. Genau bei dem Schnitt hatte ich meinen Geldbeutel vergessen. Wir mussten wieder komplett zurückgehen. Wie auch immer, wir haben jetzt mit dem Auto bei dem Hotel illegal geparkt. Ich hoffe, unser Auto ist noch da, wenn wir runtergehen. Wir werden noch ein bisschen hier chillen, die Sonne genießen und dann freut euch noch auf die Gondelfahrt nach unten oder Seilbahnfahrt. Ich weiß nicht, ob es eine Gondel ist. Das ist die kleinste Seilbahn der Welt. Dankeschön. Was hast du dir noch bestellt? Ein Kamillentee zum Verdauen. Alles gut? Schauen wir jetzt ganz kurz in die Stube rein. Es ist nämlich ein fast 400 Jahre altes Haus. Hat sehr, sehr schöne Sachen innen drin. Wir schauen einfach kurz rein. Er war der Erste, so gesagt, oder? Ganz Josef genau, Bartel. Ist leider schon gestorben, aber sie haben zusammen so lange das Selbstbedienungsgeschäft gemacht und dann hat der Sohn, der Junior, Tony Bartel, übernommen.
hat das renoviert, neu gebaut. Und Toni Wartel ist der mit der Comedy-Show und der bei Wetten, dass gewonnen hat. Ja, genau. Und er ist eigentlich ein Tischler auch, das hat alles gemacht. Das ist zum Beispiel ein Baustoff. Ah. Deswegen alle Instrumente. Das ist das Instrument von Wetten, dass? Das ist von ihm. Achso, hat er selber gebaut? Ja, genau. Das ist hier alles, das sie auch. Wow. Das ist alles hier selber. Und alles hier. Alles selber gebaut, komplett. Genau. Hier hängt der Weltmeisterpreis, weil er 3 Songs gleichzeitig auf einem Instrument gespielt hat. Das ist nicht nur ein Spot, wo man Burger essen gehen kann, irgendwo in den Bergen, sondern das ist wirklich, da ist Geschichte drin. Super. Danke. Ciao, ciao. Chef. Danke dir. Ja, Freunde, genug von dem Geschichtsunterricht. Wollen wir wieder ein bisschen unseriöser werden? Wie war's essen? Ja, gut. Und auf dem Weg zur Gondel, es ist so krass. Die Sonne ist schon verschwunden, aber hinten oben in den Bergen sieht man noch, die Spitzen sind noch im Sonnenlicht. Vor uns dieses riesen Hotel einfach, wo die kleinste Seilbahn ist. Ja, Vorsicht, nicht ausrutschen, gell? Ist ein bisschen rutschig hier. Zu Graseck Seilbahn, Cable Car. Die kleinste Bergbahn der Welt. Die gehört zum Hotel. Deswegen kann man mit der bis 22 Uhr abends wieder runterfahren. Ich muss mal schauen, ob wir es hier lösen müssen oder dort im Hotel. Also das Hotel hier oben heißt das Graseck. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr fancy aus. Sehr, sehr schön. Und mit der Seilbahn kann man einfach runterfahren und bezahlt dann unten im Tal. Du musst das machen. Hey, drück einfach. Einfach drücken. Danke. Sehr gerne. Nein, ist eine halbe Person. Wir sind drin, Freunde. Erfolgreich. Es ist nichts für Menschen mit Platzangst. Oh, Friendly. Darf man hier nicht springen? Hast du Angst? Nein, aber das muss man ja nicht übertreiben. Angst? Hast du ein bisschen Angst? Nein. Bisschen. Hör auf. Bisschen. Samir versteht keinen Spaß. Wir stürzen dich ab, keine Sorge. Nichts passiert. Okay, das war jetzt irgendwie creepy. Der Start war ängstlich, ja? Also die Fenster sind ein bisschen dreckig, man sieht gar nichts, weil es sehr nervig. Ja. Es geht schon tief runter, wenn man hier schaut. Hä? Was denn? Nichts. Ja, wenn es fällt, dann ist es vorbei. Hör doch halt auf. Eieiei. Eine Rede, hör doch. Don't speak in existence. Boah, du bist sehr komisch. Alter, hier geht's locker 50, 100 Meter runter, schaut mal. Hier ist der Weg, den wir gegangen sind. Wo? Schon mal hier. Ist schon echt hoch, ich bin ehrlich. Ich habe keine Höhenangst, aber es ist schon echt unangenehm hoch. Warum? Findest du nicht? Ich kenne niemanden, der das die ganze Zeit so kommentiert. Ja, also brauchst du dich nicht aufregen, wenn es fällt, ist eh vorbei. Keiner redet darüber, nur du bist so komisch. Was wir jetzt auf jeden Fall sagen können, ist, Freunde, das war ein sehr, sehr schöner Trip. Empfehlenswert, hat sich gelohnt. Das Essen oben ist super. Die Leute sind super nett. Der Spaziergang hoch war auch nicht zu anstrengend. Das ist ein Geisterhaus, wir haben schon besprochen, gell? Das Geisterhaus, gell? Ja, das Geisterhaus. Habt ihr auch den Hirschburger probiert? Ja, brutal. Sehr gut, so gell? Gut. Aber ich nicht. Ja, du hast Schnitzel gegessen. Schnitzel ist auch gut. Süß. Nächstes Mal, wir kommen nochmal her. Schön. Ja. Willst du hier runter? Ich. Als letztes. Ich letztes. Okay. Als allerletztes. Tschüss, kleiner Mann. Ciao. Tschüss. Kann man bei dir mit Karte bezahlen? Nur Bar oder auch mit Karte? Ich hab Bar. Hast du keinen kleineren? Nein. Okay. Okay, danke. Ciao, ciao. Freunde, wir sind sicher angekommen. Ja, wir haben es geschafft. War eine schöne Fahrt, gell? Ja. Schaut mal. Boah. Das ist ein View. Sieht man da diese weißen Spitzen da oben? Zoomen, oder? Ich zoome jetzt rein.
Eieiei, ist das schön. Das Einzige, was ich jetzt hoffe, ist, dass unser Auto noch da ist. Und dann war das ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Julius war mit uns, die Leute haben auch den Hirschburger probiert, haben auch gesagt, super lecker. Mehr kann ich nicht tun, jetzt müsst ihr selber kommen und den probieren, ja? Und 20 Sekunden später, unser geliebter Mini Cooper steht noch einbahnfrei da. Ich hoffe, ohne Strafzettel. Oh mein Gott. Fast hingelegt, Alter. Im Großen und Ganzen hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es war eine wirklich sehr, sehr geile Erfahrung. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Das Essen war gut, der Spaziergang war gut. Dem ganzen Trip würde ich einfach eine 10 von 10 geben, bin ich ehrlich. Es war schön. Vergesst nicht, dieses Video liken und zu kommentieren. Den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und Peace. Peace. Erstmal ist die Zeitung anmachen. Machst die Zeitung an, bis mir das doch schwitzt.